Ich bin jetzt also bei so einem Kompromiss gelandet gerade, jetzt seit, ich mache das seit diesem Jahr halt insgesamt so. Weil lange Haare einfach ja, mehr Pflege brauchen Ich und habe mich, genau dazu muss ich was sagen, noch davor, dass ich mich halt informiert habe, auch über das Thema Silikone. Genau, ich habe auch ausprobiert, Silikon-free, ja, keine Silikone, weil an sich ist es nichts gut, ist auch nicht gut für die Umwelt. Und das ist für mich nicht die ideale Lösung. Aber ich habe halt gemerkt, dass meine Haare nach 3 Monaten silikonfrei, also da haben sie halt ihr wahres Gesicht gezeigt und dann hätte ich sie halt wirklich bis hierhin so abschneiden können. Das gebe ich auch zu, ja. Aber ich habe halt, aber also. das kommt vielleicht auch vom jahrelangen Silikon nutzen und allgemein vielleicht, weil die Haare lang waren und vielleicht einfach ungesund Ja, werden durch das kann den sein. durchs Das kann Lebensumstand, definitiv ja. sein. Aber ich kenne auch Frauen, die richtig, richtig lange Mähnen haben und mit Silikonen und auch wenn sie ohne Silikon dann waren, gar kein Problem hatten. Also ich denke schon, dass es sehr viel mit dem Auffällen zu tun hat auch. Ja. Aber ich will es gar nicht abstreiten, es kann sein. Aber ich stand dann vor dieser Entscheidung. Also ich stand vor der Entscheidung, entweder abschneiden und alles auf jeden Fall von Grund auf gesund und dann aber auch nichts mehr Neues machen, also auch keine Highlights oder so. Übrigens ist es auch wahrscheinlich unschädlicher, wenn man es beim Friseur machen lässt. Kleiner Tipp am Rande. Aber genau, vor dieser Entscheidung, die Haare ganz abzuschneiden und wirklich zu sagen, okay, die sind jetzt wirklich gesund und ich mache silikonfrei. Oder zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass sie nicht gesund sind, aber ich möchte sie gerne nicht direkt abschneiden. Und ich mache halt noch einen Kompromiss, dass ich jetzt kleinste Mengen an Silikon hier und da ein bisschen verwende. Das mache ich gerade, das gebe ich zu. Im Shampoo oder in der Spülung? Nicht im Shampoo, würde ich nie machen wollen, auf der Kopfhaut, also an meiner Haut kommt es nicht dran, sondern nur, sage ich mal, in den toten Teil unten. So. Ja, Haare sind ja tote Substanz eigentlich. Ja? Also ich habe da für mich so den Kompromiss gemacht, so für den Übergang, bis sie halt, also ich schneide immer unten immer so ein bisschen nach, aber halt Ja, nicht so viel auf genau, ich einmal. habe auch angefangen, Genau. regelmäßig Spitzen zu schneiden, weil es sonst so dünn unten werden würde. Und Genau. deswegen musste ich auch vor einem Jahr ungefähr viel abschneiden, weil es einfach, weil ich nicht Spitzen schneiden gegangen bin und die dann unten so dünn waren. Und Ja. ja, also. Ja, und da habe ich halt gesagt, okay, mir ist bewusst, meine Haare sind nicht die gesunde Leuchte, aber ich kann sie gesund aussehen lassen, ja. Auch wenn sie nur so aussehen, ich kann sie trotzdem noch tragen. Ich kann auch, vor allen Dingen war mir wichtig, dass ich sie leicht pflegen kann und dass es kein Krampf ist, ja. Wenn die nur noch so ein Knoten sind und da sonst wie was irgendwas machen, dann habe ich keinen Bock darauf. Und ich habe halt herausgefunden, dass ich nur mit so auswaschbaren Silikon wirklich sehr, sehr, sehr gut klarkomme und aber auch nur dann in der Spülung, also ganz klein bisschen. Und ganz wichtig von tierversuchsfreiem. Also ich bin Ja. es von Paul Mitchell was. Es ist ein bisschen teurer, aber ich hatte noch nie sowas. Also meine Haare lieben es. Und als Shampoo benutze ich, das finde ich auch sehr interessant, benutze ich einen Conditioner, also sozusagen dieses Co-Wash. Aber es funktioniert nicht mit jedem Conditioner. Also Das ist ja auch eine Spülung. ja, aber jeder Conditioner hat, oder fast alle, nicht jeder, aber viele haben auch so Waschsubstanzen drin. Und ich benutze eine von Balea. Das ist jetzt keine Naturkosmetik, aber da sind keine Silikone drin. Und ich habe halt insgesamt mich sehr viel informiert über Inhaltsstoffe und da sind jetzt keine so Parabene und schädlichen Sachen drin. Also für mich ist es im grünen Rahmen und ist auch sehr, also ich finde, dass meine Haare sehr wenig nachfetten damit, also eben weil es nicht so quietschsauber wird, Ja. sondern halt, aber trotzdem sehr, sehr, sehr so Einfach. glänzend und frisch und so, puh, so fluffy, so, das mag ich halt so. Es muss einfach sanft zum Haar sein. Es darf Genau. nichts Aggressives Und sein. schäumt auch Kein trotzdem. aggressiver pH-Wert und Genau. alles. Also da kann ich auch sagen, was ich da genau nehme, das ist so eine Lockenspülung. Die heißt Lockenspülung von Balea. Ist mega günstig. Und was anderes benutze ich gerade überhaupt nicht. Genau, ich mache damit meine Haare, schäume das auf. Muss man halt ein bisschen mehr nehmen, damit es schäumt. Aber ist ja günstig. Und dann kämme ich das durch, ganz vorsichtig, mit dem grobzinkigen Kamm. Und dann, genau, mache ich so ganz, ganz mini kleinen Klecks von dieser
silikonhaltigen Spülungen. Und die mache ich auch nur hier unten in die Längen rein. Und die werden dann halt so richtig schön. Also ich, mein Ziel war einfach nur, dass ich, dass ich befreit und eine zeitunintensive Pflege habe, so mit meinen Haaren, dass ich sie wieder genießen kann. Ja, dass es nur Haare sind, ja, und nicht irgendwie ein großer Bestandteil des Tages oder so. Ja, und wie gesagt, man muss halt. Ja, das ist, man könnte es wie gesagt noch viel natürlicher machen und so, genau. Aber dann hat man halt auf der anderen Seite. Ist genauso wie mit dem Essen eigentlich, mit der Ernährung. Es gibt immer den perfekten, idealen Weg, aber die Frage ist, wie besessen bist du damit und wie. Ja, ja. Weißt du, wie. Ja, man könnte nicht gefangen. 100% genau. Jahrzehntelang kein Tropfen Öl und Salz und. Genau. Ja, und man könnte wirklich steinzeitmäßig in die Natur ziehen und. Ja, ja. So, aber. Ja, es geht halt darum, in der heutigen Welt so den Mittelweg zu finden, der für einen selbst funktioniert. Ja. Und der am besten, das ist halt mein Kriterium, die Umwelt und andere, also was ethisch vertretbar ist. Wie gesagt, mit den Silikonen, da bin ich auf dem besten Wege, aber das ja, ist, wie soll ich sagen, man darf da nicht, ich bin eine Perfektionistin und man eine regenerierende Perfektionistin. Also ich war das immer und deswegen finde ich, darf man sich deswegen auch nicht verrückt machen. Ja, gerade wenn es um so mini kleine Dinge geht, die eigentlich gar nichts ausmachen im Vergleich zu dem, was man alles vermeidet schon mit seinem Lebensstil. Genau. Ist genauso wie wenn man mit dem Auto halt fährt. Ja, also ist auch nicht geil, aber macht man halt. Bringt jetzt auch nicht die Welt zum Untergang. Ja, genau. Nicht und wie das, genau, das ist, war mir halt voll wichtig, Paul Mitchell, genau, macht keine Tierversuche und ist auch insgesamt, also hat viel, hat insgesamt viele vegane Produkte, genau. Okay. Aber das ist halt schwer und das ist, wie gesagt, man ist immer an irgendeinem Punkt nicht vegan und da muss ich einfach das Beste ändern. Tun, das Beste machen, das machen, was, was du am offensichtlichsten ist und was du auf jeden Fall vermeiden kannst. Und alles andere sind Baby-Steps und weißt du, man kann immer besser werden. Ja. Natürlich kann es auch schnell eine Excuse werden, ne? So, ich kann eh nicht, kann eh nicht alles vermeiden, aber Offensichtliche Sachen kann man vermeiden, also. Richtig.